Vielen Dank, hochverehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, hochverehrte Frau Präsidentin, so ist es. Straßenunterhaltung, meine Damen und Herren, ist eine kommunale Aufgabe. Wenn Straßen kaputt gehen, dann werden Firmen beauftragt von der Kommune oder der kommunale Bauhof kommt und die Straße wird repariert. Das ist eine originäre Aufgabe der Kommune und das kostet den Anlieger keinen Cent. Wenn Kommunen aber daran sparen, also an der Straßenunterhaltung und diese Straßen nicht ordentlich unterhalten werden, gehen sie Stück für Stück kaputt. Und irgendwann sind sie so kaputt oder sind dann so alt, dass sie grundsaniert werden müssen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn Straßen grundsaniert werden, dann können Kommunen Straßenausbaubeiträge von den Anliegern ziehen, bis zu 90% der umlagefähigen Kosten bei Anliegerstraßen. Bei Durchgangsstraßen sind das entsprechend weniger. Viele Bürger, ich würde eben ganz kurz um ein bisschen mehr Konzentration und Ruhe bitten, um dem Redner lauschen und zuhören zu können. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Werte Kolleginnen und Kollegen, viele Bürger empfinden das als ungerecht. Sie haben das Gefühl, dass die Kommune auf Kosten der Anlieger an der Straßenunterhaltung spart. Und wenn Beiträge aufgerufen werden, dann werden nicht selten fünfstellige Summen aufgerufen. Manchmal auch über 100.000 Euro pro Anlieger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte Sie sehr herzlich bitten, versetzen Sie sich mal bitte in die Situation eines Ehepaars. Dieses Ehepaar hat das ganze Leben gearbeitet, um sich den Traum zu verwirklichen und das eigene Häuschen abzubezahlen. Es hat eine kleine Rente und dann flattert für den Straßenausbau, für die Sanierung der Straße eine Rechnung über 50, 80 oder sogar über 100.000 Euro ins Haus. Solche Situationen sind keine Einzelfälle, sondern sie gibt es zuhauf. Diese Familien stehen vor dem Ruin, sind teilweise gezwungen, ihre Häuser zu verkaufen, in denen sie eigentlich ihren Lebensabend verbringen wollten. Sie müssen sich dann eine Wohnung suchen zur Miete und diese Miete von der ohnehin knappen Rente bezahlen. Solche Situationen, meine Damen und Herren, sind eben keine Einzelfälle. Und sie sind für uns Freie Demokraten der Antrieb, Ihnen heute die Streichung der Straßenausbaubeiträge und der wiederkehrenden Beiträge aus dem niedersächsischen Kommunalabgabengesetz vorzuschlagen. Herr Kollege Altusmann, erinnern Sie sich an Gisela Langlotz aus Basinghausen? Sie fragte Sie während einer Radiosendung des Norddeutschen Rundfunks am 11. Oktober letzten Jahres, also 4 Tage vor der Wahl, wann werden die Straßenausbaubeitragssatzungen abgeschafft? Gute Frage. Sie antworteten, das ist eine staatliche Aufgabe. Bund, Land und Kommunen sitzen hier in einem Boot. Ich strebe an, Straßenausbausatzung in Niedersachsen ersatzlos zu streichen. Herr Altusmann, Sie haben recht. Bitte reden Sie nicht nur so, handeln Sie auch so. Meine Damen und Herren, Straßenausbaubeiträge belasten die Mitte unserer Gesellschaft über Gebühr. Und das für Baumaßnahmen, die eigentlich eine staatliche Aufgabe sind. Sie sind ungerecht, unsozial und, meine Damen und Herren, deswegen gehören sie abgeschafft. Aber warum gibt es überhaupt Straßenausbaubeiträge? Historisch, weil eine Wertsteigerung für ein Grundstück durch Straßenbau erreicht wurde. Das ist auch heute noch so. Dafür gibt es nämlich Erschließungsbeiträge. Das heißt also, wenn irgendwo ein Baugebiet gemacht wird und eine Erschließung wird geschaffen, dann wird für diese Ersterschließung des Grundstücks eben auch ein Beitrag fällig. Und das, meine Damen und Herren, will auch niemand abschaffen. Aber ich frage Sie, welche Wertsteigerung gibt es für einen Anwohner an der Schölischer Straße in Stade, an der Bebelstraße in Hannover-Ricklingen oder an der Ortsdurchfahrt in Gardenstedt in der Gemeinde Ilsede? Es gibt keine. Sie wird theoretisch konstruiert, ist aber praktisch nicht vorhanden. Ganz praktisch müssen aber Bürger für eine virtuelle Wertsteigerung zum Teil Zehntausende Euro Straßenbeiträge bezahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das gehört abgeschafft.
Viele Kommunen in Niedersachsen haben das Problem erkannt. Sie haben schon diese Satzungen bei sich vor Ort abgeschafft. Dies sind bereits ein Drittel der Kommunen. Andere sehen das Problem auch, schrecken aber vor der Abschaffung zurück, weil sie meinen, dass sie sich finanziell nicht leisten können. Für diese Kommunen wurden in der letzten Periode von Rot-Grün die wiederkehrenden Beiträge in das Kommunalabgabengesetz eingeführt, nach dem Vorbild anderer Bundesländer. Diese wiederkehrenden Beiträge erfordern aber einen hohen bürokratischen Aufwand, und viele Kommunen schrecken vor eben diesem hohen bürokratischen Aufwand zurück. Wir schlagen Ihnen vor, lassen Sie uns die Paragraphen 6 und 6b im Kommunalabgabengesetz streichen und mit den kommunalen Spitzenverbänden über eine Kompensation im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs verhandeln und dadurch die finanziellen Verluste auf kommunaler Ebene ausgleichen. Meine Damen und Herren, das wäre eine Lösung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch im Sinne der Kommunen in Niedersachsen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Oettchen. Für die CDU-Fraktion der Abgeordnete Bernd Carsten-Hiebing. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe